Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Vagrant. Wir sind in Vitorn angekommen. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich werfe mal einen Blick auf die Karte. Hier ist noch alles für uns zu entdecken, was zu entdecken geht. Also würde ich sagen, wir machen uns einfach mal auf den Weg. Oh, ist das schön hier. Oh Mann, ist das wieder toll. Oh ja, natürlich. Jetzt begegnen wir natürlich auch ein paar neuen Monsterchen. Da war ich jetzt sowieso schon drauf gespannt, was uns hier so erwarten wird. Auch von der Stärke her. Der hat einen ganz schönen... Okay. Um den Großen sollten wir uns doch vorrangig kümmern. Oh, das ist ja fast schon traurig. Okay. Huch! Wie soll ich die besiegen? Ich kann die doch angreifen. Okay. Ich dachte, das wären jetzt einfach nur Geister, die von den Toten, ja, hochschweben. Es sind tatsächlich Monster, die angreifen. Okay. Gut zu wissen. Hätte ich auch nach links gehen können? Nee, hätte ich nicht. Wow. Oh Gott. Na, der sieht ja nicht so nett aus. Oh je. Na, komm mal her. Ah, habe ich fast schon erwartet. Okay, das geht alles noch. Das ist alles noch verkraftbar. Oh, die Atmosphäre hier. Merkt ihr das? Das ist ganz anders schon wieder. Im Gegensatz zu der Stadt gerade alles fröhlich und bunt und jetzt schon wieder düster und ja. Die Musik ist sogar ganz weg. Nur dieses Wehen vom Wind. Huch, den kann ich kaputt machen. Gut. Oh, ein Becher, den kann ich verkaufen. Ja, ich würde auch darauf hingewiesen, dass ich Ausrüstungsgegenstände, Waffen, alles nicht kaufen soll, dass man da im Spiel durchaus gute findet, wenn nicht bessere. Und ich lieber Geld für Tränke und so weiter ausgeben soll. Und ich glaube, daran werde ich mich auch halten. Oh Gott. Oh Gott, dieser Sound im Hintergrund, ist es böse. Oh, okay, erstmal Lagerfeuer, sehr schön. Wobei ich nicht weiß, ob ich da lagern wollen würde. I hope that little sycophant didn't notice this. Let's see what Sudo's message say. Okay, ich hoffe, ich weiß nicht, was Sycophant heißt, keine Ahnung. Ich hoffe, der Syko-Elefant kriegt das hier nicht mit. Lass uns mal sehen, was in Sudo's Nachricht steht. Vivian öffnet das, was? Enchanted Paper, das verzauberte Papier, das sie von Sudith bekommen hat, der Tortue-Hexe. The situation you find yourself in is unfortunate, but if you are reading this... Also diese Situation, in der du dich befindest, ist sehr unglücklich. Aber wenn du das hier liest, you must be out of sight of that petulant little mage. Darfst du nicht in der Nähe dieses kleinen Mages sein, also dieses Magiers. Ich habe das Papier verzaubert, damit es nicht lesbar ist von anderen außer dir. Du hast große Kräfte in dir. And it should be with little thoughts that you take care of Santiago. Was? Und es könnte Erfolg haben, dass du Santiago beschützt? Wer ist Santiago? Be wary, so. Because that filthy demon preys on the weakest parts of even the strongest of hearts. Ach so, warte mal. That you take care of Santiago? Ich weiß nicht, was war heißt. Because that filthy demon preys on the weakest parts of even the strongest of hearts. Okay. It concerns me that the witch of Eureka seeks a bracelet of soy. Ja gut, das wissen wir ja schon, dass die das sucht. That holy artifact should not find itself in the hands of the Academy. Also dieses Artefakt sollte keinesfalls in die Hände der Akademie geraten. Not only does the bracelet control the very forces of life, it also has the power to activate the gates of the Abyss. Okay, also das Artefakt verschafft nicht nur Lebenskraft, sondern aktiviert auch Tore zum Abyss. Why Holborn would want the bracelet, I do not know. Ich weiß nicht, warum Holborn das will, aber nimm dich in Acht vor ihr. Ja, Vagabund. She is the most treacherous of snakes. Aha, sie ist die, ja, die trickreichste der Schlangen, oder die gefährlichste. Oh, das verzauberte Papier verschwindet. Why does Holborn want the bracelet of soy? Warum will sie das Bracelet? Plant sie etwa... Nein.
It seems that Sudev is unaware that I'm interested in the powers of the bracelet myself. Aha. Also es sieht so aus, als würde Sudev nicht denken, dass ich selber nach der Power des, ja, dieses Bracelets strebe. Ja, das Buch meines Vaters hat von seinen Kräften erzählt. It must be a clue to finding his whereabouts. Ja, da muss ein Trick dahinter sein. Ah, that's the duty of a Wound Warden, to always be seeking. Ja, die Pflichten eines Wound Warden, immer am Suchen. Oh. Genau wie mein Vater. Meine Schwester Valerie wurde, ja, obsessed with that book. Also wurde auch, ja, verrückt nach dem Buch. Ah, oh, ich liebe diese Bilder. Ich wünschte, die gäbe es öfter. I tried to burn the book once. Ich habe versucht, das Buch zu verbrennen. Aber ich wurde ertappt, noch während des Akts. I was afraid that it would tear apart my family. Hm. Das ist die Schwester Valerie. We made a simple living by poaching, using our swords and runecraft discreetly. Wir haben unsere Schwerter und Runenkraft immer diskret verwendet. Father told us to keep our identities as Runewardens secret. Mein Vater meinte, wir sollen unsere Identitäten als Runewarden immer geheim halten, weil uns sonst die Akademie töten würde. Ich glaube nicht, dass Holborn jemals vorhat, uns lebend laufen zu lassen. Nach dieser Information. Oh, die ist aber auch echt hübsch, die Valerie. But the Academy found us. Aber die Akademie hat uns gefunden. Assassinen haben unser Versteck erreicht. Valerie hat mir das Buch gegeben und versteckte mich in einem Zimmer. Ich konnte nicht aufhören zu weinen. Sie hat mich geschlagen und gesagt, dass ich kein Geräusch machen soll. Bevor sie mich eingesperrt hat, sah ich ihr Gesicht. Wahrscheinlich genau diese Szene gerade. It had an expression I hope to never forget. Ich hoffe, dass ich diesen Augenblick nie vergessen werde. She had a look of gentle love and peace in her eyes. Ja, sie hatte einen liebevollen Blick und Frieden in ihren Augen. Also, ja, sie hat wohl genau erwartet, was da gleich passieren wird. I rarely saw such tenderness in her. She cares. Was? Cares? Keine Ahnung. My cheek. And I learned and close to say, live for me. Leb für mich. Ach Mensch. Oh, okay. The assassins never found me. Sie haben mich nie gefunden. Most of my father's research was stolen away. Die meisten Sachen von meinem Vater wurden gestohlen. And the hideout was burned to the ground. Das Versteck war bis auf die Grundmauern abgebrannt. I've had no real home since then. Seitdem hatte ich nie wieder ein wahres Zuhause. No. Ich habe Valerie beerdigt. Her chest had been ripped open by a magic arrow. Ihre Brust war, ja, geöffnet von einem magischen Pfeil oder durchbohrt. That had entered to her back. Ach du Scheiße. Der durch ihren Rücken schoss. She had slayed 3 Battlemages in the battle. Sie hat 3 Magier, also Kampfmagier, erfolgreich besiegt. She died so that I could live. Ja, sie ist gestorben. Dafür konnte ich weiterleben. Sie war immer in mir. Oder bei mir. But I only remember the gentle expression on her face when I think of her. Aber ich kann mich nur daran, ja, an diesen letzten Ausdruck in ihrem Gesicht erinnern, wenn ich an sie denke. Achso, she was always tough on me, okay. I decided to read to the book. Ich habe das Buch durchgelesen. Contained within are the guidelines and instructions for living as a Wound Warden. Ich habe gelesen, wie man sich als Wound Warden verhält und lebt. It is a vault of knowledge filled with the legacy of Magnus, the great wizard who founded the academy. Okay, wie passt denn das jetzt zusammen? The book taught me how to survive as a Rune Warden in this world. Das Buch brachte mir bei, wie ich als Rune Warden in dieser Welt überlebe. Ja, und jetzt lebe ich als ein Vagabund
two must I am a little more than a, stray dog. Ja, ein bisschen mehr als ein streunender Hund. Ah, die Bilder sind immer so schön. Die muss ich mir mal ein bisschen angucken. Hui. I hit my runecraft to the best of my ability. Eventually joined a mercenary band. Oh, sie ist ein, ja, einer Bande von Söldnern beigetreten. Der Adler Company. Als Schwertkämpferin. I lived that life for years. Ich habe lange so gelebt. But when the mercenary group became a military order that worked directly in the interests of a tyrant king, I took my leave. Also sie ging, als die angeheuert wurden, also militärisch angeheuert wurden. A king's greed is not my destiny. Ja, also sie will nicht für einen König arbeiten. My destiny was spoken of in the book. I decided to seek it out. Ja, meine Zukunft war in dem Buch und ich habe entschieden herauszufinden, was es ist. I began my journey for the last and only connection to my bloodline. Ja, und nun verfolgt sie sozusagen ihre Blutlinie. Na gut, einiges rausgefunden. Schön gemacht, wirklich schön gemacht mit der Geschichte, dass immer mehr so ein bisschen an die Oberfläche gelangt. Okay, there's no place to go but forward. Also es geht nur vorwärts. What my family has chased for years has become my goal as well. Was meiner Familie vor Jahren passiert ist, wird auch mein Ziel sein. The Academy covets Runecraft. Hulborn has proven that. I have to be careful with every step I take. Ja, wir müssen echt aufpassen mit der Hulborn und der Academy. Weiß aber immer noch nicht, was ein Runeworden denn eigentlich macht. Also ich weiß, ich wurde das denn jetzt mal irgendwann erklärt und ich habe nicht aufgepasst. Also wir wissen auf jeden Fall, Runeworden ist irgendwas Besonderes. Die Akademie kann uns nicht leiden. Wir haben besondere Kräfte, die benutzen wir auch stets, die ganze Zeit. Aber was ist denn an uns so schlimm, dass die Academy uns nicht leiden kann? Das habe ich noch nicht verstanden. Ich speichere mal. Aber vielleicht kommt das noch. Vielleicht erfahren wir das noch. Ich muss nach rechts, nicht wahr? Ja. Vielleicht habe ich da auch wirklich irgendwas verpasst. Dass das vielleicht schon erwähnt wurde und ich habe es nicht mitbekommen. Na, kann ich nochmal? Nee. Oh. Da müssen wir aufpassen mit denen hier. Die nehme ich auch immer gar nicht wahr als Gegner. Oh. Hündchen bitte auch nicht. Ich weiß, da war auch noch ein Gang nach oben, aber ich gehe erstmal weiter. Na, da hat uns doch schon wieder einer angegriffen gerade. Ja, da kommen schon wieder Sachen angeflogen. Oh, wir kriegen sehr viele Tränke. Das finde ich sehr nett. Ein Apfel. Ist auch schon wieder ein Gang. Ah. Ja, schwierige Entscheidung. Huch, oh Gott. Das Lachen war ja gerade gruselig. Das können die doch mit mir nicht machen. Ach, gut, dass ihr ohne die Cam nicht seht, wenn ich mich erschrecke. Ihr hört das vielleicht irgendwann mal, wenn ich Sachen durch die Gegend schmeiße oder so, aber ja, das war gerade nicht der Fall. Ach du Scheiße. Was sind das denn für Leute? Ach du Kacke. Die reagieren gar nicht darauf, wenn man die schlägt. Also die machen gar keine Reaktionsbewegungen auf meine Schläge. Die machen einfach weiter. Eigenartig. Komme ich jetzt einfach zu... Hä? Oh. Den habe ich fast nicht gesehen. Das ist ja komisch gemacht. Warte mal. Ja, das ist sehr eigenartig gemacht hier gerade die Stelle. Oh. Ah, geh weg, der explodiert. Ich sehe es doch. Au. Oh, gemeines Viech. Nein. Okay, ich muss erstmal die oben machen. Nein. Ah, oh, dieses doofe Explosionsviech. Da ist ein Feuerviech. So, du gehst bitte. Ah, die hat mich angefackelt, die doofe Kuh. Ich brauche hier mal eben einen Trank. Nee, den bitte. Au, wie komme ich denn da hoch? Sag mal, das ist doch viel zu hoch. Ja, okay. Mit Rennen. Achso, oder man... Nee, da komme ich so nicht hoch. Aber vielleicht mit Schlagen. Auch nicht ganz. So. Oh, das geht gar nicht weiter kaputt. Okay, dann war das jetzt umsonst. Na gut. Au.
Scheißviech. Moment, da geht's weg, aber. Huch, hör das auch mal auf. Oh, das gibt's doch nicht. Nein! Ich habe nicht auf die HP geachtet. Oh Gott, ist das peinlich. Okay, passiert. Passiert. Egal. Wir haben am Lagerfeuer gespeichert, ist egal. Ich habe gerade überhaupt nicht aufgepasst. Wow, die Viecher hier machen aber ganz schön Schaden. Da müssen wir echt aufpassen. Das habe ich gar nicht erwartet. Boah, dieses scheiß Flammending. Ich wollte eigentlich einfach nur drüber springen, aber dann hat sie die Attacke ausgeführt. Oh. Ist immer echt blöde, wenn die so mitten in den Attacken sind, dass die dann einfach nicht abbrechen und ich nichts machen kann. Muss man echt aufpassen, dass man die Attackentasten nicht drückt. So, kann ich bitte da lang? Und nochmal. Weil es so schön war. Ist ja jetzt auch kein langer Weg gewesen, aber nichts weiter verpasst. Ich gehe mal gleich hier lang. Huch, da hat es gerade ein bisschen gehangen, tatsächlich. Wow. Oh, die hier finde ich krass. Die finde ich echt gruselig, die beiden. Die sehen aus wie so eine Serienkiller, finde ich. Au. Wir haben einiges an Mana. Wartet mal. Da sollten wir ja kurz mal gucken. Haben wir die? Nö, haben wir nicht, die Holy Statue. 2000 Mana von Nisha Grand Attica Bar for 10-6. Oh ja, den nehme ich. Den nehme ich gerne. Erstmal wieder hier lang. Eins nach dem anderen immer. Ich will erstmal hier den Raum clearen und dann weitergehen. Nee, geh weg, geh weg. Boah, da passe ich jetzt ein bisschen besser aus. Aua! Mensch, die musst du noch nicht mal angreifen für den Schlag. So, der explodiert jetzt wieder. Ich mache erstmal den jetzt hier noch. Okay. Muss mich gerade auch erstmal wieder ein bisschen einkämpfen. Ihr kennt das ja, wenn man wieder eine Weile nicht gespielt hat, muss man da auch erstmal wieder reinkommen. Ja. Naja, gut. Machen wir es von hier. Das war ein bisschen einfacher. Nein! Ja, schön. Immer wieder schön. So. Das war's. So, hier passen wir jetzt diesmal ein bisschen besser auf. Immer noch nicht futsch. Mensch, hält aber aus. Ja, das hatte ich beim letzten Mal einfach nicht erwartet, dass die so viel aushält. So, jetzt gucke ich mal. Wo kommen wir denn jetzt hier hin? Wir können da oben weiter oder hier? Oh. Okay, das sieht doch mal gut aus. You found Agus Fragment. Now you can unlock new ability. Sehr schön. Na gut, dass wir hier lang gegangen sind. So, dann können wir nach oben gucken, was da noch ist. Hallo? Ach, hier. Ja, ja, sehr gut. Nee, geh weg. Da hat's mich noch erwischt von hinten. Habt ihr das gesehen? Achso, jetzt bin ich wieder hier, okay. Da würde ich ja fast... Oh. Nicht gesehen. Den war im Vorigen, aber... Da würde ich ja fast nochmal kurz einmal zurückschlendern. Einmal hier ran. Und nur mal kurz speichern wegen der Schatztruhe, die wir aufgehoben haben. Oh, ich sehe auch schon... Ach, wir sind auch zeitmäßig schon dran. Na gut. Dann verabschiede ich mich erstmal von euch und wir gucken hier in der nächsten Folge weiter. Ich bin gespannt, wann wir hier auf unseren Endgegner treffen werden, wenn das hier das richtige, der richtige Ort ist, aber ich nehme an. Also dann, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne ein Like da lassen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.